Ich will zurück, ich kann nicht weiter. So steht's bis hier im Tagebuch, im Tagebuch der Eva Leitner, die keinen Ausweg sah und meine Freundin war. Fast noch ein Kind mit 16 Jahren, vor Liebe blind, kam sie zu mir und sagte nur: Heut muss ich fahren, Tom nimmt mich mit, ich bin in diesen Mann verliebt. Einen Monat später schrieb sie mir aus Wien, danach aus London, Mailand und Berlin. Von Tom bekam sie alles, wo ihr Herz dran hing, ein Auto, sehr viel Geld und einen Ring. Auf einmal steht im Tagebuch vom 7. Januar, wovon mein Tommy lebt, ist mir nicht klar. Doch ich find's schön, so schreibt sie weiter, ein Leben lang mit ihm zu gehen. Wie wunderbar ist meine Reise, es gibt so vieles noch auf dieser Welt zu sehen. Am 12. Mai schreibt Eva Leitner zum letzten Mal ins Tagebuch: Ich bin die Braut von einem Dealer, die Polizei war da und hat nach Tom gesucht. Mit LSD und harten Drogen, mit weißem Schnee macht Tom sein Geld. Er hat auch mich damit betrogen. Ich glaub, der Teufel hat die letzte Fahrt bestellt. Ich will zurück, ich kann nicht weiter. So steht's bis hier im Tagebuch, im Tagebuch der Eva Leitner, die keinen Ausweg sah und meine Freundin war. Vor ein paar Tagen kam dann dieser Brief bei mir an, darin ein kleines rotes Tagebuch. Was zwischendurch geschehen, werd ich wohl nie erfahren. Ich hörte nur: Eva Leitner, die ist tot.